Hallihallo und moin moin und damit willkommen zurück hier zu Blade and Soul, der Videoreihe meines Charakters Ansoria, die ja hier als Questhilfe für euch dienen soll. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon im Akt 2 angekommen, bei Kapitel 1, was wir ja gleich starten werden. Aber mal ein kleiner Rückblick zu Akt 1. Ja, Akt 1 begann ja im Grunde bei der Hongmung-Schule, wo wir quasi früh voll verschlafen aus dem Bett geweckt wurden. Wahrscheinlich zu früh oder zu spät und da wahrscheinlich unser Frühstück noch verpasst haben und ein bisschen knurrig waren, unser Herz geklopft hat, unsere Lebensspanne sehr weit unten war, wie auch immer, und alles sehr, sehr schnell gehen musste. Blabla Sülz. Gut, blabla Sülz, das knallt mir jetzt mal hier an der Stelle ein bisschen. Jedenfalls, ja, habe dann da meine ersten Fähigkeiten kennengelernt. Vor allem, ich habe das den Folianten der Kampfkünste bekommen. Ich natürlich allein, oder besser gesagt, meinen Charakter hier, meine Ansoria. Und ja, dann sollte ich quasi zum Schluss nachher in die Höhle der Prüfung. Dachte mir auch beim ersten Mal, so mit einer Serie gespielt habe, ja, ist ja wahrscheinlich eine Voraussetzung, muss ja jeder rein. Aber als ich da drin fertig war und rauskam, dachte ich, schau nicht richtig. Da wurde die Schule angegriffen. Ja, und es stellt sich heraus, dass unser Bruder Luxung ein Verräter ist. Ja. Ende von Lied war auch im Grunde am Anfang diese Sequenz, dass ich ja quasi im Wasser aufgefischt wurde von jemandem. Und ja, mittlerweile befinde ich mich hier in so einem Dorf und wurde von einer, ja, bildhübschen Nam Tsuyu angesprochen. So, also wir fahren fort und wir hören garantiert den gleichen Dialog, den ihr zuletzt, glaub, Kapitel 8 im... Okay, wir schauen das einfach mal. Was haben wir bisher gemacht? Genau, Kapitel 8, Dämmerschneider, gehört habt. So, Kapitel 1, aus dem Wasser. Ab geht's. Seid ihr in Ordnung, was ihr durchgemacht haben müsst? Ich bin Nam Soyo. Ich sage Papa, dass ihr aufgewacht seid. Papa? Wer ist das? Ihr kennt Ochun nicht? Er ist von der Hongmun-Schule, wie ihr. Ja? Verließ das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Warum kenne ich ihn denn nicht? Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die Schwarze Ramme. Papa kämpft ständig. Ich fürchte um sein Leben. Vielleicht muss er das auch. Die Schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich bin so in Sorge. Hätten wir nur mehr Krieger, das könnte das Ende sein. Ich kann kämpfen. Wirklich? Hab Dank. Aber seid vorsichtig. Alle sind schon draußen. Vergesst eure Waffe nicht. Tja. Ich hoffe mal, ich habe meine Waffe noch. Ob Kosol Jun weiß, was zu tun ist? Er ist draußen. Sprecht mit Kosol Jun. Gott. Ja, ist so ein Problem hier mit den ganzen Namen, die ich auszusprechen. Ich denke mal, ich kriege es hin, wenn ich sie nachspreche. Aber wenn ich die so ablehnen würde, ja, würde ich mir auch, wie gesagt, ehrlich gesagt, einen Fingerast oder sonst was ich abbrechen. Kosol Jun. Jung. Also verzeiht mir bitte, wenn ich diese ganzen Namen nicht so hinkriege, ja. Ich hab's damit nicht leicht. Bin ehrlich gesagt nicht so ein großer Anime-Fan oder so. Ich gucke zwar mal gerne mit oder so, wenn es, sag mal, storytechnisch alles okay ist, so wie hier halt zum Beispiel bei dem Spiel. Aber generell, wie gesagt, viele Animes so, was, die sagen mir nicht so zu. Aber hier, sagt, bei diesem Spiel hat mich echt überreden lassen. Vor allem auch wegen der Story. Okay. Hüpfen wir raus. So, lalalala. So, wie ihr seht, ist wieder ein Portal gewesen und ist ja wieder eine Art Bereichswechsel, aber diesmal, nee, doch, ist auch. So, also heißt, durch unsere Quest spezifischer Bereich, wo andere nicht mit rein können. Drin und draußen reden jetzt komischerweise. Egal. So. Hey, hier drüben, bewegt. Bewegung, jetzt. Ja, ich bin ja schon da. Ein neuer Rekrut, was? Gut, aber ich habe keine Zeit für Albernheiten. Schafft diese Munitionskisten zu Gung Won, bevor wir alle tot sind. Gung Won? Wartet ihr auf eine schriftliche Einladung? Nö. Geht. Wir müssen das Bambusdorf vor diesen Marodeuren retten. Oh, okay, warte. Ach, guck mal, sogar schon in der Hand. Guck mal, hier sind schon andere Spieler. Kann ich das ausblenden? Ausgezeichnet. Ja, das ging mal wieder schnell. So schnell sind wir fertig mit unserem ersten Kapitel. Und hier sehen wir schon zwei andere Spieler. Und ja,
Dann werden wir nicht drum rumkommen, dass uns weitere Spieler hier über den Weg laufen in diesen öffentlichen Bereichen. Sprecht mit Gung Wong. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ihr seid der Hongmun-Schüler? Ja. Wie der Hauptmann? Für einen, der fast gestorben ist, wirkt ihr recht kräftig. Naja. Seid ihr nur halb so gut wie der Hauptmann, wärt ihr eine große Hilfe. Dort schon fischt ihr euch aus dem Wasser. Rennt rüber und zeigt ihm eure Dankbarkeit. Ach, er war das. Na dann. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er ist die Ein-Mann-Armee am Strand. Ist die Kavallerie, jawohl. Das fand ich ja geil gemacht. Ja, so ist er. Ihr möchtet ihm helfen? Er ist ein großer Krieger, aber etwas Hilfe ist ihm sicher recht. Ja, ich werde ihm helfen, keine Frage. Eure Einstellung gefällt mir. Geht zur Küste und macht euch nützlich. Sun Jun und Johun sind schon unterwegs und werden euch helfen. Jawoll, und endlich gibt's Saft. Saft, Saft, Saft. Ein Heiltrank. Ja, am Anfang war es sehr wenig, aber irgendwann mal mittlerweile kann man sich damit zuschütten. Ja, eigentlich regelrecht schon mit schmeißen. Wenn es mal Schaden verursachen würde. Okay, dann sind wir wieder fertig mit dem einen Kapitel und wir denken uns garantiert gleich. Ich drücke einfach mal kurz. Im nächsten Kapitel, aber erstmal ein Level up. Okay, ja. Kurze Rede, lange Sinn. Ich starte gleich weiter. Wir sehen uns im Kapitel 2. Hauptmann Dushun. Bis gleich.